Nun heute, unbeflecktes Herz Maria. Ja, das sind Künstler, oder? Die machen sowas. Viele würden sagen, ist kitschig, aber dann sagen, wunderschön. Wie dem auch sei. Man will es nur zeigen, man erklären. Viele sagen, ja, die Kirchen haben so viele Gemälde und so alles. Und das ist auch verrückt. Man muss nur nichts, nur streng sein mit Zisterzienser. Meine Lieben, viele, das ist, jeder hat heute bald die, wie sagt man da? Einen eigenen Kanal, ja. Jeder, und da haben keine Ahnung von der Kirchengeschichte. Ich weiß auch, dass die Kirche Grausames gemacht hat. Ist noch kein Vergleich, was jetzt geschieht. Diese Hexenverbrennungen, übrigens, liebe Frauen, auch Männer Hexen sind hingerichtet worden. Gab's auch. Aber das ist grausam gewesen, das ist unverständlich von der Kirche. Aber wenn ich von der Kirche rede, dann rede ich, was aus dem Herzen Jesu im Kreuz hervorgegangen ist, die Kirche. Was die Leute oft sagen, Kirche, das ist das Bodenpersonal der Kirche. Und das ist Kloake. Keine Regel ohne Ausnahme. Wie kann man zum Beispiel dagegen sein, dass Menschen zum Beispiel den Rosenkranz beten? Wieso? Okay, ich habe einen. Ich bin sehr lieb und teuer. Allerdings, ich bin keinen ganzen Rosenkranz fertig. Meistens bin ich schon weg, wenn ich anfange. Ein Rosenkranz wird geweiht, er gibt Kraft. Aber viele schimpfen gegen den Rosenkranz, die würden Maria anbeten. So ein Blödsinn. Halten mich so verrückt, dass ich sie als Gott anbete? Ich bete nur Gott an, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Und jetzt komme ich dann mit dem Ding von Islamisten natürlich wieder. Es gibt nur eins, es kann nicht drei und eins sein. Und das kennt ihr, viele von euch kennen das schon, aber ich wiederhole mich halt immer wieder. Heiland hat auch gesagt, ich werde nicht müde, es auch immer zu wiederholen. Ich nehme drei Kerzen, zünde sie an, halte die drei Kerzen, die Flammen zusammen. Ich habe drei Kerzen und eine Flamme. Aus drei Flammen mache ich eine Flamme. Wenn ich das schon kann, wenn man sagt, Gott kann das nicht. Und sie, Maria, die wissen nicht mal, was wir eigentlich beten. Sie sagen, wir beten an. Meine Lieben, wenn das so ist, dann muss ich mit Gott Vater mal ein Wörtchen reden, denn er hat sie zu ihr das gesagt, was wir wiederholen. Gegrüßet seist du, Maria. Du bist voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Das heißt, Erzengel Gabriel kam im Auftrage des Vaters, himmlischen Vaters, und sagte das. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Ich sage Weiber, warum? Frauen, da gibt es auch Jungfrauen, da gibt es auch Mädchen. Unter weiblichen Geschlechtern, ich meine nicht Weibern, ich meine weiblichen Geschlechter. Weil unter männlichen Kanz stimmt es nicht, denn da ist Jesus gewesen als Mann. Er ist natürlich Gott. Oder das ist ein Nur. Und Gemenedeit, also Gemenedeit heißt, das Höchste, das Erhabenste und das Gewalt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Also, wir sagen das,
was der Erzengel Gabriel im Auftrag Gott Vaters dieser Jungfrau gesagt hat. Und meine Güte, es ist ja die Mutter Jesu. Sicher war Jesus schon vorher in der Dreifaltigkeit. Aber er kam aus Maria, nahm er menschliche Gestalt an, um dann mit dem Leib dann sich hinzuopfern für unsere Sünden. Wenn aber jetzt die Maria der kleinste Faser von Fehler oder Sünde oder gehabt hätte, hätte der Leib Jesu das auch gehabt und er hätte uns nicht erlösen können. Also die Maria musste absolut unbefleckt sein. Das wäre für kein Mensch möglich, aber die allerheiligste Dreifaltigkeit, und ihr wisst, ich war oben, ich weiß es, die haben das miteinander abgesprochen, ich muss es jetzt so sagen, wie es da unten wir verstehen, oder? Abgesprochen, dass der Heilige Geist sie zu ihrem Tempel macht. Er hat das größte Wunderwerk Gottes. Das ist die Maria. Aber sie ist nicht Gott. Aber sie ist überaus verehrenswürdig als Mutter des Herrn. Oder wie gehen wir mit unserer Mutter um, sofern sie gut ist? Ich habe oft Leute, die kommen und sagen, ja, ich habe eine schlechte Mutter gehabt, ein Reif, oder sagt man bei uns. Da sage ich, ja, aber ja, für die bete ich nicht. Für die bin ich nicht dankbar. Da sage ich, habe ich gerade gestern so zwei, dreimal benutzt. Da sage ich, wenn du lebst ja jetzt, wenn du mal stirbst, wohin willst du? Himmel oder Hölle? Ja, im Himmel. Nein, du weißt, dass das herrlich ist, eine Ewigkeit. Ja, sagte, weil die Mutter dich geboren hat. Also war schon ein Grund, ihr doch Danke zu sagen, wenigstens innerlich. Heiland sagte ja nicht Mutter, er sagte Mama. Er sagte nicht Vater, er sagte Papa. Abba, Aramäisch, Abba. Jemand hat mir gesagt, die Bibel, die ist verformt, die stimmt nicht mehr alles. Und der andere hat gesagt, das stimmt nicht, die Kirche, die Bibel ist immer echt. Da habe ich gelacht und gesagt, irgendwo stimmt es schon, alles ist verfälscht. Denn es steht Deutsch und Englisch und Französisch und weiß ich, welche alle Sprachen, aber nicht in Aramäisch. Niemand hat Aramäisch gesprochen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen, es gibt natürlich noch Bibeln, die auch mit Bibel angeschrieben ist, oder weiß Gott nicht, einem frommen, heiligmäßigen Wort. Aber das ist vielleicht eine Zeugen Jehovas Bibel, eine Mormonenbibel, eine, ja, da gibt es so verschiedene Bibeln. Und da stimmt dann nicht mehr, was drin ist. Da heißt er nicht mehr, sie gingen trockenen Fußes durch das Rote Meer, also die Israeliten, sondern es war Ebbe und Flut und sie gingen. Wenn es Ebbe und Flut ist, dann gehen sie auch da nicht trockenen Fußes rüber. Sie sind immer noch nass, der Boden. Ja. Es hat Gott dem Allmächtigen gefallen. Keine Ahnung, wie früher. Jetzt hat es geheißen, den und den zu sich zu berufen. Nein, es hat dem Allmächtigen Gott gefallen, dass er seine Mutter zur Königin krönt. Himmels und der Erde. Noch viel weiter, aber lassen wir es jetzt. Und da sind die Menschen, nein, 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 ah, wir wollen sie nicht, das ist. Das ist eine, wisst ihr, was das ist? Majestätsbeleidigung Gottes. Ist ein Millionstel von einem Staubteilchen sind wir gegenüber Gott. Da wollen wir sagen, ja, weiß ich, sagt der Elefant, und das ist noch
dann sagen sie, ja, Maria ist doch vom Mann gezeugt worden, vom Joachim. Wieder sprechen wieder Leute, wo keine Ahnung haben, was geschehen ist. Joachim, ihr wisst vielleicht, dass die, oder jetzt an die Urväter, die großen Patriarchen immer einen Segen in der Seite haben, wie eine Bohne. Mit dem konnten sie, wenn der Vater weit seinen Segen dem Ältesten übergab, musste der Älteste die Hand hinhalten und dann segnete er ihn. Und der Segen kam dann über den Sohn. Und Joachim und dann Jakob, der Jakob im Alten Testament, ran mit dem Engel und von dort weg hängte er. Ihm wurde die Bohne wieder genommen. Und sie wurde dem Joachim im Tempel wieder eingegeben. Und diese Bohne war, was dann die Anna empfing. Die Anna empfing, nämlich Maria. Warum hasst der Teufel oder fürchtet der Teufel die Gottesmutter? Ungemein. Ich habe mal als Junge gesagt, lieber Gott, schau, ich werde das Knie nur von dir beugen, von niemandem. Und dann eines Tages, das wollte ich gar nicht sagen, nun ja, habe ich die Gottesmutter gesehen erscheinen. Ich spürte in einer Majestät ohnegleichen. Sicher nicht Gott, aber ihre Majestät war so gewaltig, dass die ganze Hölle gezittert hat. Sie konnten das nicht ansehen, was für uns unerhört schön, unbeschreiblich schön ist. Ist für die Hölle furchtbar schrecklich. Ich fiel auf die Knie.